damit herzlich willkommen zu Luigi's Mansion. Ja, mein neues Let's Play Projekt, schon etwas älter. Und hier, das möchte ich euch mal zeigen. Hier, Helligkeitseinstellung. So macht man Helligkeit auf dem GameCube. Ja, tatsächlich wird hier nicht das Spiel dunkler gestellt, sondern ihr sollt euren Fernseher dunkel stellen. In diesem Fall stellt ihr natürlich euren Computerbildschirm entsprechend dunkler. Macht einfach Stopp auf das Video. Ja, und da sind wir auch direkt im Spiel. In der Mansion, also Storyplot ganz schnell erklärt. Luigi hat in der Lotterie ein Haus gewonnen. Sein Bruder Mario ist schon vorgegangen und jetzt befindet er sich hier in jenem Haus, das er gewonnen hat. Er läuft hier noch so ein bisschen dadurch gegen. Luigi ist ja ein ziemlicher Feigling. Ich kann hier die Lampe an- und ausmachen und sonst kann ich derzeit noch nichts. Ich kann hier so wie sie an den Sachen rütteln, gegenklopfen. Bringt uns Mario. Alles jetzt noch nicht so weiter. Und ich kann rufen. Mario. So. Wie kann ich... So. Ah, da gibt es schon böse, böse Geräusche. Denn hier ist natürlich... Oh, hier ist nichts so, wie es scheint. Das ist auch das erste Mal, dass Nintendo so ein bisschen als Gruselgenre gewagt hat. Ich sage ja extra ein bisschen, weil es ist nicht wirklich gruselig, aber es ist schon cool. Und es gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsspielen für den Nintendo GameCube. Und ich hoffe, der Sound knirscht nicht zu sehr. Das hoffe ich wirklich für euch. Aber ich kann es leider nicht ändern. Das ist hier so. Und... Mach die Tür auf, Luigi. Und da geht schon jemand unter die Ghostbuster. Mit seinem Staubsauger kümmert er sich hier um die Geister. Allerdings nicht sonderlich effektiv. Oh. Autsch. Uff, da werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spukigen Unfug. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. Dieses Haus. Ich glaube, von Tag zu Tag spucken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Also, Kleiner, Deckenzahn zu, mir nach, Tempo, Tempo. Luigi war dein Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut aufgepasst, Luigi. Wie? Du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igitts Geisterforschungslabor. Oder schlicht und ergreifend das Labor, falls du Abkürzungen bevorzugst. Du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast? Das klingt mir sehr verdächtig. Das klingt mir persönlich nach Internet-Spam. Sie haben an dieser Lotterie teilgenommen. Wollen Sie wirklich Ihren Gewinn haben? Überweisen Sie uns so und so viel Geld, dann kriegen Sie Ihren Gewinn.
Nee. Du bist aber tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig, das Ganze. Ich lebe hier schon, seit ich ein junger Kerl von 20 Lenzen war. Und ich sage dir eins, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein Traum ist oder ein böser Traum ist oder eine Illusion. Was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt nicht einmal für ein kurzes Pläuschen. Und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das nur geträumt? Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Oh Gott, diese blöden Geistersprüche. Und es knistert so leicht im rechten Ohr. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Oder es ist bei euch nicht ganz so schlimm. Aber ich muss das Ganze ja auf dem Emulator spielen, weil ich ja weder mein Wii noch meine Gamecube, ich habe tatsächlich beides, an den Computer anschließen kann, damit ich es aufnehmen kann. Also muss ich das Spiel auf dem Emulator spielen. Und der knistert leider etwas. Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig wirst, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Machen wir natürlich. Wir nehmen dir Standard. Ich kann das Ganze überhaupt nicht mehr. Aber egal. Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn, das ist genial, Schreckweg 0816. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn mal an. Halte die R-Taste gedrückt, um zu saugen und bestimme die Richtung mit der Hilfe des C-Sticks. Ja, muss ich jetzt mal gucken. Was genau ist denn bei mir der C-Stick? Oh Gott, das ist richtig dämlich, das muss ich ändern. Weil ich spiele das Ganze mit dem Xbox-Pad und da ist das der linke, das Digital-Pad, das muss ich ändern. Die Geister sind recht rätselhaft. Auf herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Also solltest du das hier einsetzen. Nur so kannst du sie bezwingen. Davor fürchten sie sich maßlos. Oder so ähnlich. Nun, was hältst du davon, wenn wir mit deinem Training beginnen? Geister mögen es dunkel. Folglich meiden sie das Licht. Wenn du sie mit einem Lichtstrahl beendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nah genug dran bist, dann halte die R-Taste gedrückt und halte den Control-Stick in die entgegengesetzte Richtung, weg vom Geist. Versuch es mal. Auf die Weise lernst du viel besser, als wenn du mir nur beim Plaudern zuhörst. Das war falsch. Was mache ich denn die Lampe nochmal aus? Denk daran, jedes Mal, wenn das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ich gucke gerade, wie ich die Lampe... Das war falsch. Mit B kann ich die Lampe auch kurzzeitig ausmachen. Und so. Zack. Geist aufgesaugt. Wenn das Herz des überraschten Geistes erscheint, kannst du ihn aufsaugen, indem du die R-Taste gedrückt hältst und ihn kontrollierst. Ja, ich hab's gesehen und ich finde das so cool, dass der R hier tanzt dazu. Böser Geist, komm her. Versuch möglichst nah heranzukommen, bevor du das Licht einschaltest. Blende sie mit dem Licht, wenn du in ihrer Nähe bist. Klick, klick. Je mehr, umso besser. Hast du das verstanden? So. Ist so ein bisschen wie beim Angeln. Immer mal ein bisschen nachlassen, wieder zurück, damit man die hier schön kriegt. Geister verstecken sich gerne im Dunkeln. Komisch, was? Da, sie kommen. Oh ja, das sind jetzt ein paar mehr. Hier muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Im Tutorial kann man natürlich nicht sterben. Na? Ah, ich krieg das gerade nicht so recht auf die Reihe. Habe ich jetzt nur einen? Erfolgreiche Geisterjagd setzt die kombinierte Verwendung von Taschenlampe und Schreckweg 0816 voraus. Hast du gehört, Kleiner? Das macht ihn zu schaffen. Und? Wie viel hast du nun eingesackt? Nun ja, vier Geister, gar nicht mal so übel.
Fein, du bist ganz schön ins Schwitzen gekommen, was? Was hältst du von einer kurzen Verschnaufpause in der Galerie? Ich bin besonders stolz auf sie. Weißt du, ja, komm, Mama. Und los geht's. Ja, hier ist die Galerie. Hier werden tatsächlich die Geister, die wir fangen, mit der Zeit abgebildet. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Deswegen können wir hier noch nicht so viel sehen, sondern müssen erst zurück ins Schloss. Also in unser... Achso, ich hatte mir hier eine Sammlung von 22 Porträts. Doch nun sind nur noch die Rahmen übrig. Heiliger Bimbam. Leider gibt es außer den beiden Statuen nicht mehr viel zu sehen. Aber sieh dich ruhig mal um. Drücke den X-Knopf, um mit der Umgebung und dem Gameboy Horror, die Umgebung mit dem Gameboy Horror zu untersuchen, den du von mir erhalten hast. Verdächtige Orte solltest du ganz genau unter die Lupe nehmen. Du kannst Gegenstände auch überprüfen, indem du den A-Knopf drückst. So rüttelst und schüttelst. Aber Finger weg von den Engelsstatuen. Die bewegt sich. Ich mach das jetzt einfach mal, weil ich glaube, da kommt was bei raus. Okay, da kommt gar nichts bei raus. Kann ich hier nicht Dreck wegsaugen? Ja, gut. Ah, so geht das also auch. Ich habe hier invertierte X-Steuerung. Das ist nicht ganz so schön. Ich dachte... Achso, mit A prüfe ich. Das ist eine Statue. Eine sehr große Engelsstatue. Allem Anschein nach. Ja, schön. Hast du deinen Hunger nach Kunst für heute gestillt, Luigi? Zurück zum Labor. Alles klar. Wo soll's hingehen, Luigi? Ja, komm zur Villa. Sei vorsichtig, Luigi. Wir wollen, das überspringe ich mal, weil das ist immer wieder das Gleiche. Wir wollen ja heute auch noch ein bisschen was erleben. Und guck mal, was ich kann. Oh. Hier sind böse Geister unterwegs. Wo hast du dich? Wo steckst du nur, Mario? Was, Luigi? Was? Oh, Spitze, du bist es, Luigi. Du hast es doch noch geschafft. Ich bin froh. Bin ich froh. Dem Himmel sei Dank. Warum bin ich hier? Warum ich hier bin? Nun, Prinzessin Peach bat mich hier nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Als ich hier ankam, wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Es war so furchtbar. Ich flehe dich an. Du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im Sechseck springen. Überlass das mir. Juhu, danke, Luigi. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, hier, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Ah, die Toads sind hier unser Speicher. Ihr seht schon, dass da oben mir immer angezeigt wird, dass ich das auf dem Emulator speichere. Das muss ich mal ausblenden. Kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. So, das da können wir nämlich einsaugen. Und dann haben wir hier einen Spiegel, den wir untersuchen können. Ich glaube aber, dieser Spiegel hier, der hilft uns nicht bei Untersuchungen. Weil der bringt uns wieder genau hierhin zurück, wo wir sind. Spiegel sind hier nämlich immer Teleportgegenstände. Hilft uns aber in diesem Fall nicht sehr viel. Ich kann hier auch Lampen aussaugen. Ist alles super. Und ich drücke mich jetzt davor, hier so ein bisschen den Part zu beenden. Warum, fragt ihr euch vielleicht. Es hat einen ganz besonderen Grund, warum ich mich hier drücke. Nämlich, weil ich die C-Steuerung hier gerne umändern würde. Deswegen würde ich auch den Part jetzt gerne ein bisschen früher beenden. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ich wäre sehr erfreut, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es dann ans wirkliche Geisterjagen geht. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Muss ich mal gucken, weil das ist, glaube ich, nicht so normal, dass das Ding da runterkommt. Ich glaube, da ist irgendein Geist im Berg. Das machen wir auch nochmal.
So. Kann ich aber jetzt nichts dran tun, tatsächlich. Aber ich kann hier ein bisschen Geld raussaugen. Wer hat so viel Geld im... Das ist doch bestimmt Monopoly-Geld. Niemand versteckt so viel Kohle im Kronleuchter. Das ist schön, wenn man Geld aufsaugen kann, ne? Wenn ich jetzt nochmal dahin gehe, jetzt passiert nichts mehr. Okay, Leute. Und jetzt kommt da, lasst einen Daumen nach oben und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es ans Geisterjagen geht. Bis dann, euer Wolf.